Okay, dann schauen wir, wer anfängt. Fange ich an. Dein Rookie-Moment. Dein Worst Rookie-Moment bis jetzt. So lange bin ich noch gar nicht dabei. Heute im Training wurde ich vom Kiefer Oli zusammengefahren. Also ja. Da denke ich mal, dass es einfach nur aus Prinzip war, nur weil ich der Rookie quasi war. Aber jetzt so ist mir jetzt nichts Großes passiert. Ja, dann hast du bis jetzt Glück gehabt. Ja, aber wie gesagt, ich bin noch nicht so lange dabei. Ja, vielleicht deswegen kommt, vielleicht wird kommt bestimmt noch einer. Das eine oder andere ja, passieren. Könnte passieren. Jetzt habe ich was. Ja. Film oder Serien? Meine Beste. Lieblingsserie derzeit ist House of Cards. Die läuft bei Netflix. Finde ich persönlich ganz interessant. Zeigt, wie es im Weißen Haus in Amerika so abgeht. Finde ich auf jeden Fall Wahnsinn. Ja. Kann ich nur empfehlen. Okay. Teammate. Best Teammate. Überleg dir, was du sagst. Ja, also im Grunde genommen sind alle gute Teamspieler, ja. Würde ich sagen. Ja, das musst du jetzt sagen natürlich. Ja, muss ich natürlich. Ja. Nee, Spaß beiseite, also ich fühle mich echt gut aufgenommen, ich bin ja auch noch nicht so lange hier. Und ja. Und einen, den du favorisierst, oder egal ob am Eis oder in der Kabine? Ja, also den Auli auf jeden Fall, ist schon ein lustiger Kandidat. Ja. Mit dem kann man viel Spaß haben, oder genauso wie mit Yassin. Fail. Weirdest Fail. In meinem dritten DEL-Spiel in Ingolstadt schießt mir eine Scheibe zwischen die Beine. Ich versuche sie zu stoppen beim Warm-up und stürz. Das war auf jeden Fall der weirdest Fail. Also hast du ja auch zahlen müssen dafür? Ja, genau. Musste ich zahlen. Zu Recht, weil wenn man beim Warm-up stürzt, das sieht einfach nicht gut aus. Ja. Oh, da haben wir jetzt was für den Dennis. Das ist natürlich ärgerlich. Die letzten Fragen darfst du mit dem berüchtigten Haihut beantworten. Bin ich natürlich froh, dass ich den nicht gezogen habe, aber schaust gut aus damit, ja. Ja, Moment on Ice. Dein coolster Moment. Ja, ich denke allgemein. Das erste Mal, als ich für München aufgelaufen bin. Egal ob jetzt in der Vorbereitung oder dann DEL Champions League, jedes Mal das erste Mal, das war was Besonderes, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell vergessen. Es ist eine der besten Mannschaften in ganz Europa. Ja, und dass man dann mit den Topspielern am Eis steht, ist einfach Wahnsinn. Ja, ja. Okay, jetzt haben wir Coach. Hardest Coach. In der Jugend also, oder so? Ja, in der Jugend hatten wir in Salzburg auch. Ja, ich würde sagen, der Aufwärtstrainer war schon knallhart auf jeden Fall, aber ich habe seine Art echt gemocht. Und ja, hat dich wahrscheinlich ja, auch hat sich verbessert, auch hat sich ausgezahlt gelohnt. Ausgezahlt auf jeden Fall. Alles klar. Ja gut, dann, dann bedanke ich mich fürs Interview. Hast leider verloren, ja, aber... ich werde jetzt in die Stadt gehen und... mit Hut? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, dann sehen wir uns. Sehen wir uns morgen.